Also gut, die Frage lautet, wer ist Bird? Oder vielleicht besser auch, was ist Bird? Schauen wir es uns mal an. Ernie, tell me, how do I look? With your eyes, Bert. Oh, Ernie, come on. You know I'm going to the Pigeon Lovers party. It's a big event, and I want you to look at me and tell me how I look. Yeah. Wait a minute. Now, hold on. Spiffy, huh? Gee, Bert. You look different. Yeah. In fact, you don't look at all like Bert. Matter of fact, you're not Bert. Honey, of course I'm Bert. Who else would I be? I don't know, but you're not Bert. Now look, step over by this picture here, What? and let me just show you. Well, that's our picture. That's a picture of Bert up there, see? Now Bert wears a white turtleneck and a striped sweater. And look at you. You're wearing a tie and a jacket. And look at Bert. Now Bert has all sticky up here. And look at your hair. It's all slicked down. See? So you don't look anything at all like Bert. Nothing at all. You're not Bert. Bert, where are you, Bert? Ernie, will Bert? You? Ernie, knock it off. Listen, what have you done with my old buddy Bert? Ernie, I am just wearing different clothes. And I combed my hair different today because I want to look nice for the party. Listen, mister, whoever you are, what have you done with my old buddy Bert? Mister. You better bring back Bert here, or I'm gonna call the missing Bert Bureau. All right, I'll show you. I am Bert, I'll show you. Just stay there, I'll be back. There's only one Bert, and I know just what he looks like. Okay, I'll be there. Okay, here I come. Okay. All right, see? It's me, Bert. Bert, it is you. Yes. It's the same old Bert. Hey, stand next to this picture. Let me just make sure. But the picture again. Yes, you have the same sticky up hair. You've got that same white turtleneck and the striped sweater. Bert, it is you. Of course it's me, Ernie. Oh, wonderful. Hey, well, Bert, what are you doing standing around like this? What? You better get dressed and comb your hair. You can't go to a pigeon lover's party looking like that, Bert. Tja, man kann es dem Ernie einfach nicht recht machen. Scheint mir. Also, gucken wir uns mal unseren Bird etwas genauer an. Das Konzept haben die Google-Leute Bird genannt. Ja, da steht's. Abkürzung für Bidirectional Encoder Representations for Transformers. Bird. Bin nicht so ganz glücklich mit der Bezeichnung, weil mit bidirektional wollten die eben sagen, dass es nicht wie ein normales RNN einfach so ein Falltür-Algorithmus ist. Aber es ist nicht wirklich bidirektional. Es hat überhaupt keine Richtung mehr. Ja, es geht, die Attention geht von jeder Position auf jede andere Position. Da gibt es überhaupt keine Richtung mehr und deshalb ist es eigentlich falsch, das bidirectional zu nennen. Aber sie haben es halt so genannt und das Wort, das dabei rauskommt, ist ganz nett. Ja, das Konzept nennt sich BERT. Ja, BERT ist unser Transformer, der eine Sprache gelernt hat. Ja, und ich kann jetzt einen BERT für Deutsch zum Beispiel nehmen, um hier einen deutschen Satz zu lesen und irgendeinen Kontext, ein State draus zu bauen, der eben am Ende von meinem Encoder rauskommt. Und den kann ich verwenden, um dann über den Decoder den Übersetzer zum Beispiel zu machen oder eine andere Spracherkennung zu machen, einen Chatbot zu machen, der weiß, was er antworten soll auf einen Satz oder was auch immer. Okay, die Frage, die sich stellt, ist, ich muss kurz die Folie weiterklicken hier, einen Moment. Die Frage, die sich stellt, ist, wie trainiert man sowas? Ja, also, ich müsste jetzt den Encoder trainieren, dass er eine Sprache versteht, und zwar nur den Encoder, ohne dass ich dazu den Decoder brauche. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Das ist gar nicht ganz so schwer. Man muss dem einfach beibringen, die eine Sprache richtig zu verstehen. Und das geht zum Beispiel über dieses Mask Language Modeling im LM. Das heißt, wir gehen her und maskieren in unserer Eingabe einzelne Worte und trainieren den Transformer dann darauf, diese Worte wieder zu ersetzen. Dann
lernt das Ding nach und nach, wie die Sprache funktioniert. Ja? Also welches Wort hier kommen kann, welches nicht kommen kann. Das ist ein bisschen tricky. Man braucht da ein bisschen ein paar Kniffe, damit es funktioniert. Ja? Sie sehen, bei den Transformern besteht alles nur aus Tricks und Kniffen. Ja, typischerweise maskiert man so etwa 15% der Tokens. Man darf in die Loss-Funktion oder man nimmt in die Loss-Funktion rein nur tatsächlich die maskierten Positionen, weil alle anderen sind ja immer richtig. Dann wäre der Loss immer schon sehr klein, die Accuracy immer schon sehr groß. Dann ja, bekomme ich keinen ordentlichen Gradienten mehr. Also ich brauche eine Maske für die Berechnung des Losses. Und es hat sich bewährt, dieses Maskieren folgenderweise zu machen. Es werden 15% maskiert. Von diesen 15% werden 80%, also 4/5, mit der Maske maskiert. 10% werden nicht mit der Maske maskiert, sondern mit irgendeinem zufällig anderen Wort. Ja, das heißt, ein falsches Wort wird durch ein richtiges ersetzt. So kann man die Sprache ja auch lernen. Ja, wenn er erkennt, welches Wort falsch ist und es durch das Richtige ersetzt. Das ist wichtig, um nicht nur einfach die Masken auswendig zu lernen. Ja, sonst könnte das neuronale Netz ja lernen, dass die Maske durch irgendein Wort ersetzt wird in einem bestimmten Kontext. Aber in der echten Anwendung nachher habe ich gar keine Maske. Kann ich das nicht übertragen auf eine Prediction. Also 10% falsche Worte. Und dann mache ich auch noch ein paar Mal mit 10% das richtige Wort schon rein, weil ich brauche ja auch korrekte Trainingsmuster und nicht bloß falsch. Wenn ich das mache, kann ich das sehr lange trainieren auf meinem Korpus einer Sprache und bekomme einen Stack aus Transformer-Layern, die tatsächlich wissen, wie diese Sprache nachher funktioniert, die ich zum Beispiel als Encoder direkt verwenden kann. Eine zweite Fähigkeit, die eine Maschine haben sollte, wenn sie Sprache erkennen will, ist natürlich nicht nur Sätze vervollständigen, sondern auch zu erkennen, wie Sätze zusammenhängen. Und das können wir unserem BERT auch antrainieren, und zwar mit der Methode der Next Sentence Prediction. Das heißt, wir wollen ein BERT, der eine Sprache, der nicht nur die Grammatik einer Sprache kann, sondern der auch noch versteht, welche Sätze sinnvoll aufeinander folgen. Wie macht man das? Das geht relativ einfach. Ich muss nur beide Sätze in meine Sequenz schreiben, mache wieder mein Positional Encoding. Das Positional Encoding fängt natürlich beim zweiten Satz hier wieder vorne an. Ja, also für den ersten Satz mache ich das Positional Encoding. Beim zweiten fängt es wieder vorne an. Und jetzt, damit mein Transformer nicht durcheinander kommt, brauche ich noch ein zweites Encoding, nämlich ein Sentence Encoding. Das heißt, ich muss auf alle Embeddings meines ersten Satzes irgendwas drauf addieren und auf alle Embeddings meines zweiten Satzes auch irgendwas drauf addieren, so dass mein Transformer wieder in der Lage ist, die beiden auseinanderzuhalten. Ja, also da nehme ich nicht eine Zahl wieder, sondern da nehme ich wieder sowas Ähnliches wie das Positional Encoding, dass ich einfach auf die ersten und auf den zweiten Satz mit drauf addiere. Und dann kann mein Transformer wieder auseinanderhalten, welcher Satz das war. Und dann kann ich den ganz normal trainieren und das war's. Ja? Wenn ich zum Beispiel das Ding trainieren will, Dialoge richtig zu machen, also zu erkennen, ist ein Satz die Antwort auf einen ersten, ein zweiter Satz die Antwort auf einen ersten Satz, dann kann ich am Ende statt einem Sequenzgenerator einfach einen kleinen Klassifizierer dran bauen, also ein, zwei Dense-Schichten mit zwei Output-Neurone, die mir jetzt einfach unterscheiden, ist eine richtige. Der zweite Satz folgt auf den ersten oder der zweite Satz folgt nicht auf den ersten. Und in dem Moment kann der Transformer das dann lernen. Ja, ich kann natürlich beides kombinieren. Ja, das ist das Ideale. Das heißt, ich
mach Satz A, Satz B, mach mein Sentence Encoding, mach mein Positional Encoding und das macht die Maskierung noch oben drauf und dann bekomme ich gleich alles auf einmal drin. Wunderbar. Da das funktioniert, hilft uns Google wieder und stellt uns tatsächlich mit viel Rechenzeit vortrainierte BERT-Modelle für ganz viele Sprachen zur Verfügung. Ich habe hier einfach mal einen Screenshot von der Seite hier aus GitHub, aus dem GitHub-Repo gemacht. Und Sie sehen, es gibt noch viel, viel mehr. Ja, es gibt jede Menge vortrainierte BERT-Modelle für verschiedene Sprachen, für verschiedene Anwendungsgebiete, die die Google-Leute uns trainiert haben und die wir tatsächlich runterladen und einfach verwenden können. Das ging ja. Es gibt auch Datensätze für Multisentence-Probleme. Ja, also hier zum Beispiel dieser Quad-Datensatz ist sehr groß. Ich habe es Ihnen hier einfach der Vollständigkeit halber auf die Folie gemacht, damit Sie es schriftlich haben und eventuell darauf zurückgreifen können, wenn Sie wollen. Denn wenn Sie so ein Ding für eine eigene Anwendung entwickeln, dann ist es natürlich eine gute Idee, vortrainierte BERT-Layer zu verwenden. Aber Sie werden nicht drum herum kommen, trotzdem noch für Ihren Anwendungszweck natürlich nachzutrainieren, weiter zu trainieren. Also diese vortrainierten Modelle nur als Startpunkt zu nehmen, um dann noch ein Feintuning zu machen für Ihre eigene Anwendung. Und da kann man zum Beispiel dann vielleicht solche Datensätze zu tja, und jetzt? Was kann man mit dem BERT sonst noch alles machen oder wie kann man den sonst noch weiterentwickeln? Da gibt es viele, viele, viele Ideen. Da wird auch aktuell noch sehr viel dran gearbeitet und das ist ziemlich spannend. Ein paar Ideen habe ich Ihnen hier nur mal kurz angerissen. Ich möchte gar nicht allzu sehr in die Tiefe gehen am Ende der Vorlesung hier. Aber einfach damit Sie sehen, wo die Richtung hingeht oder vielleicht auch Ideen für Ihre Abschlussarbeit daraus nochmal ziehen können. Hier eine Übersicht über die BERT-Standardanwendungen sozusagen. Ja? Also Klassifizierung können wir natürlich machen, indem wir einfach am Ende von unserem Transformer einen kleinen Klassifizierer dahinter bauen, so wie wir hinter CNN einen Klassifizierer bauen können. Oder in das RNN-Klassifizierer bauen können, um zum Beispiel zu entscheiden, ist eine Bewertung, die irgendwo abgegeben wurde, positiv oder ist die negativ? Irgendwie solche Dinge. Wir können Entailment machen, also Folgen, Aussagen aufeinander, haben Aussagen inhaltlich was miteinander zu tun. Wir können Ähnlichkeit natürlich bestimmen zwischen zwei Aussagen, indem wir zwei Sätze parallel durch zwei Transformer lassen und dann nachher einfach mit einem kleinen Klassifizierer festlegen, ja, die haben dieselbe Bedeutung oder nein, die haben nicht dieselbe Bedeutung. Im Prinzip das Ähnliche wie eine Übersetzung, die man hier machen kann. Man kann zwischen mehreren Aussagen auswählen, und zwar also ganz normale neuronale Netzarchitekturen, nur dass sie jetzt eben statt Dense-Layern oder statt RNNs oder statt CNNs einen Transformer dazwischen bauen. Ganz interessante Idee ist der Crosslingual BERT. Was ist da die Idee? Ich habe Ihnen hier nochmal aufgemalt den normalen Transformer. Das heißt, wir haben im Encoder eine Attention-Matrix, eine Self-Attention hier, der Quellsprache. Wir haben hier die Self-Attention-Matrix für die Zielsprache und wir haben hier die Attention von der Ziel- auf die Quellsprache. Ja, also wir haben drei Attention-Matrizen. Ist die Frage, könnte man das nicht konzeptionell vereinfachen und einfach in eins packen? Also sprich, was würde denn passieren, wenn wir einfach unseren deutschen und unseren englischen Satz aneinander hängen? Ja, ich hänge die einfach aneinander. Was muss ich dazu tun? Ja, okay, ich muss ein größeres Vokabular bauen, das einfach beide Sprachen enthält. Und ich muss vielleicht hier beim Encoding noch einen
zusätzlichen Encoding-Schritt wieder hinzufügen. Also wir haben wieder das Positional Encoding, ja, das heißt im deutschen Satz von 1 bis Ende, das läuft im englischen Satz von 1 bis Ende. Und jetzt brauche ich noch ein Language Encoding. Ja, so wie ich vorher ein Sentence Encoding hatte, kann ich jetzt ein Language Encoding machen, damit mein neuronales Netz einfach an jeder Stelle weiß, hier ist was Englisches und da ist was Deutsches. Und dann mache ich einen Stack aus Word Layern und bekomme da drin Attention-Matrizen, die sowohl den deutschen als auch den englischen Teil enthalten. Ja? Und zwar, ja, hier in dieser Ecke habe ich jetzt die Self-Attention für Deutsch. Das ist im Prinzip die gleiche Attention-Matrix, die ich vorher auch hatte, nur dass die jetzt einfach nur ein Teil dieser Gesamtmatrix ist. Und ich habe die Self-Attention-Matrix für die Zielsprache auch hier, kein Problem. Ich habe aber nochmal zwei Quadranten. Und da stehen natürlich jetzt die Attention-Matrizen über Kreuz drin. Ja? Und ich habe alles in einer Matrix aus Attention-Faktoren. Und ich brauche nicht mal diese komplizierte Architektur mit Encoder, Decoder und Loops, die ich durchlaufen lassen muss und sonst was, sondern es ist alles völlig einfach, nur ein Stack aus solchen Transformer-Layern. Das funktioniert, ja, natürlich funktioniert das, ja, ganz klar. Nochmal einfacher gedacht, funktioniert. Ja, ich habe es Ihnen hier nochmal ein bisschen ausführlicher aufgemalt, weil Sie brauchen jetzt eben ein komplizierteres Encoding. Ja, wir müssen erstmal unsere Tokens haben, müssen die Tokens encoden, embedden in 512 oder 1024er Vektoren, dann ein Positional Encoding draufrechnen, ja, zum Beispiel den Sinus Conus, Sinus, Cosinus, Positional Encoding und dann noch ein Language Encoding draufrechnen. Wobei das relativ einfach ist, da brauche ich nur zwei Möglichkeiten, ja, für die Quell- und Zielsprache. Eine andere Entwicklung, die es gibt, ist die Vereinfachung. Denn diese Word-Architekturen, die sind eben sehr groß, die haben viele, viele Millionen Parameter, viele hundert Millionen Parameter, sind entsprechend langsam zu trainieren. Und das ist natürlich nicht ganz so gut. Man möchte eher leichtgewichtige neuronale Netze haben, die man vielleicht dann auch in Embedded Systems in der Technik einbinden kann, im Auto zum Beispiel oder so. Da war die Idee, wie kann man so einen Word leichtgewichtiger machen und a light Word bauen, ja, abgekürzt Albert. Und was sind so die Ideen, die im Albert drinstecken? Eine Idee ist Parameter-Sharing. Wenn Sie zurückdenken an die RNNs, da haben wir ein ganz brutales Parameter-Sharing. Ja? Ein aufgerolltes RNN, ein unrolled RNN, besteht ja immer aus so vielen Units oder so vielen Layern, wie ihre Sequenz lang ist, aber in jedem dieser Layer sind exakt dieselben Parameter drin. Das ein Layer-Unit hat eben seine Parameter und durch das Unrolling werden aber ein und dieselben Units ja nur zu unterschiedlichen Zeitschritten angeschaut. Also sie bekommen ein tiefes Netz im RNN, das aber Parameter-Sharing betreibt. In jedem Layer sind dieselben Parameter drin und das funktioniert verblüffenderweise sehr, sehr gut. Warum sollte das hier nicht funktionieren? Das funktioniert ja tatsächlich auch. Ja, man kann alle oder Teile der Gewichtsmatrizen gemeinsam verwenden über alle Layer. Ist auch sinnvoll. Ja, wir benutzen sie bei BERT Dense Layer, um diese KQV-Trennung zu machen. Warum sollte diese Trennung in unterschiedlichen Layern nach unterschiedlichen Regeln erfolgen? Ja, vermutlich brauche ich dafür alle Layer dieselben Regeln. Also kann ich auch die gleichen Parameter benutzen. Das ist natürlich genial, weil dann kann ich zusätzliche Layer hinzufügen, ohne dass ich zusätzliche Parameter habe. Ich kann also meine Netze tiefer machen, ohne dass es dadurch dramatisch langsamer wird. Ganz genau. Also das ist doch die Hauptidee vom Albert. Ja, und auch Albert-Modelle können sich vortrainiert runterladen. Ich habe hier einfach mal so ein paar Tabellen mit draufgeschrieben. Sie sehen, wenn die BERT-Modelle mehrere hundert
Millionen Parameter haben, kommen die ALBAP-Modelle vielleicht mit mehreren 10 Millionen Parametern aus, also nur ein Zehntel der Parameter, was die Sache natürlich viel, viel einfacher handhabbar macht für die technische Anwendung. Ja, hier nochmal Beispiele für ALBERT-Anwendungen. Hier jetzt angewendet auf diese Datensätze, die ich Ihnen vorne ja auch gezeigt habe, hier zum Beispiel den Squatch-Datensatz. Ja, und man sieht, das funktioniert auch mit dem ALBERT relativ gut. Letzte Idee. Also, Sie nehmen mit im Bereich Language Processing. Sind die RNNs eigentlich nicht mehr Stand der Zeit? Mit Transformern kann man das besser machen. Ja. Und eigentlich auch einfacher und ist viel flexibler und kann andere Ansätze machen als mit RNNs. Das heißt, im Bereich Language Processing haben die Transformer die alten neuronalen Netze eigentlich schon abgelöst. Wie sieht es im Bereich Computer Vision aus? Da benutzen eigentlich ganz viele Leute immer noch die CNNs, weil das einfach zu implementieren ist und schnell trainiert und alles ganz easy geht und auch funktioniert. Die Frage ist, könnte man das nicht auch mit dem Transformer machen? Naja, der Alexei hat da was publiziert. Das Einzige, was man sich überlegen muss bei der Geschichte ist, wie kodiere ich mein Bild, damit es formal als Input für einen Transformer in Frage kommt. Ja, der Transformer ist eine völlig allgemeine Maschine, die eigentlich alles kann, die alles lernen kann. Das Einzige ist, ich muss mein Problem so formulieren, dass es auf den Transformer passt. Und das müsste doch möglich sein. Es müsste doch möglich sein, auch ein Bild so zu kodieren, dass ich eine Attention Matrix bauen kann. Klar geht das. Ja. Seine Publikation hier heißt An Image is Worth 16 times 16 Words. Ja, ein Bild ist 16 mal 16 Worte wert, um eben diesen Übergang vom Bild zur Sequenz zu illustrieren. Und wie kann man das zum Beispiel machen? Ja gut, er geht zuerst her, nimmt das Bild, macht Patches aus dem Bild, weil ein Bild ist zu groß. Ja, die Sequenz wird ewig lang, da sind ganz viele Pixel drin. Also ich mache erstmal kleinere Patches aus den Bildern. Dann werden die Patches linearisiert. Das heißt, die werden einfach alle in eine Reihe aufgefaltet, ein Flatten wird gemacht, alle Pixel in dem Bild werden hintereinander gehängt und dann habe ich also ein Patch gibt einen Vektor. Und da bin ich jetzt ja schon. Ja, das war's. Jetzt habe ich einen Vektor für ein Patch und das passt in den Transformer rein. Logisch. Jetzt muss ich dem Transformer nur noch sagen, wo welches Pixel war und in welchem Patch das Pixel war. Das heißt, was muss ich machen? Ich muss ein Positional Embedding machen. Ja, das Positional Embedding hier ist jetzt natürlich ein zweidimensionales Embedding, weil es nicht mehr einfach die so und so viele Stelle in der Sequenz ist, sondern es ist eine XY-Koordinate im Bild. Auch kein Problem. Aber hier hat ein zweidimensionales Positional Embedding. Why not? Und ich muss noch ein Patch-Embedding machen, um dem Ding zu sagen, welches Patch das eigentlich gerade war. Ja, war es das Patch links oben oder war es das Patch rechts unten? Also, ich mache mein Bild in kleine Teile, die Patches, mache die linear und mache ein Positional Encoding und noch ein Patch-Encoding. Habe ich hier vergessen hinzumalen. Ja, brauche ich aber natürlich auch. Hier ist es. Auf dem Originalbild aus der Publikation sehen Sie es vollständig. Ja. Und das schließe ich durch meinen Vanilla-Transformer durch. Ist ein ganz normaler Transformer. Am Ende noch ein MLP-Head oder MLP-Schwanz hinten dran. Das heißt, einen Klassifizierer, wie Sie ihn kennen, wie nach dem CNN, muss hier eben auch hinten noch der Klassifizierer mit dran und die Klassifizierung machen. Und das funktioniert. Hier nochmal, wie das Positional Encoding aussieht. Man kann das Positional Encoding sogar auch trainieren. Ja, das möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber die Ergebnisse,
jetzt diese Architektur angewendet auf diese Stand, auf unsere Standard Computer Vision Probleme, also ImageNet, CIFAR, und Sie sehen, der ist genauso gut, wenn nicht gar ein Tickerchen besser als die 10. Also Transformer können auch Computer Vision und sind einfach konzeptionell viel, viel einfacher zu machen. Und ich habe noch was. Ich habe die Attention. Ich habe die Attention-Matrizen. Hier jetzt mal dargestellt, das ist ein Beispiel aus dem ImageNet-Datensatz. Und die Attention-Matrix ist jetzt hier so dargestellt, dass die schwarz ist, da wo die Attention 0 ist oder klein ist, und transparent, da wo ich Attention habe. Und wenn ich das jetzt über mein Originalbild drüber lege, dann kann ich nach der Klassifizierung mir die Attention-Matrix anschauen und kann schauen, wo guckt denn mein Klassifizierer hin? Ja, wo habe ich denn Attention-Rates, die tatsächlich eine Rolle spielen? Und dann sieht man, ja, hier schaut der Klassifizierer dahin, da schaut er hier hin, da beim Flugzeug schaut er eben auf das Flugzeug und er schaut nicht auf die Daten. Also, das große Stichwort, von dem heute alle reden, heißt ja Explainable AI, also erklärbare künstliche Intelligenz. Ich möchte nicht nur einfach einen Klassifizierer haben, der mir ausspuckt, oh, da ist ein Flugzeug drauf, ohne dass ich weiß, wie er zu dem Ergebnis kommt. Beim 10N kann man es auch rauskriegen, ja, ist aber nicht ganz so einfach. Beim Transformer kann ich mir einfach die Attention Matrix angucken und dann sehe ich es. Also das Problem ist tatsächlich auch schon seit einigen Jahren gelöst. Ich wundere mich immer, dass die Leute da so ein Bohai draus machen und da Forschungsarbeiten und sonst was, weil eigentlich ist das Problem schon lange gelöst und muss es nur anwenden. Ja. Ich glaube, damit bin ich fast am Ende. Ja, was ist der Nachteil? Warum benutzen die Leute und Sie vielleicht auch in Ihren Projektarbeiten 10Ns und keine Transformer für Computer Vision? Transformer sind ein bisschen tricky. Ja, Sie haben es gesehen beim Training. Ja, man braucht diese Warm-up-Phase. Also, die sind ein bisschen knifflig in der Anwendung. Und da Sie einen großen Teil Self-Attention machen, also eigentlich unsupervised, unüberwacht trainieren, Verknüpfungen in den Daten, selbst innere Verknüpfungen zwischen den Daten selbst suchen, brauchen Sie sehr, sehr große Datensätze, um das lernen zu können. Ja, also man braucht mehr Trainingsdaten als für 10 Ns. Man braucht längere Trainingszeiten als für 10Ns. Dafür ist die Architektur einfach viel einfacher, viel leichter verständlich, auch was da passiert. Wir haben die Attention als zusätzlichen Gewinn und wir haben diese Self-Attention, die eben selbst supervised ist. Also ist kein unüberwachtes Training, aber das Training ist, man sagt self-supervised, weil eben die Korrelation zwischen Bereichen auch des eines Datensatzes, innerhalb eines Datensatzes fürs Training verwendet wird. Und das geht schon eher so ein bisschen in die Richtung eben Intelligenz. Ja? Wenn die Leute sagen, sie wollen Explainable AI machen, wollen sie ja künstliche Intelligenz machen und einen supervised trainierter, ein überwacht trainierter Klassifizierer, ein CNN, hat nicht viel mit einer künstlichen Intelligenz zu tun. Das ist einfach einen Algorithmus, der klassifiziert, der hat etwa so viel mit künstlicher Intelligenz zu tun wie eine lineare Regression. Da wird auch niemand von künstlicher Intelligenz reden, ist aber tatsächlich nichts anderes. Hier gehen wir eher in die Richtung, dass wir durch diese Self-Attention Erkenntnisse sammeln, die wir vorher nicht gewusst haben, oder dem Ding ermöglichen, Verbindungen und Verknüpfungen zu finden, die vielleicht in Richtung eher in Richtung Intelligenz gehen, die eher die Bezeichnung auch verdienen. Yourself around his knee. Oh, I'm good. Now I'm good, thanks.